Herzlich willkommen zum ersten Schlagabtausch-Ticker des Monats September 2024, eurer zentralen Anlaufstelle für News aus der Schlagzeug- und Percussion-Welt. In dieser Ticker-Folge haben wir für euch gleich zwei heiße Herbst-Events in der Drums-Percussion-Welt, eines im Saarland und eines in Sachsen. Wir werfen einen Blick auf etwaige Umsatzsteuer auf Musikunterricht. Es gibt Neuigkeiten von Gearforce One, eine interessante Produktneuheit von Artom und einen optischen Hingucker namens Blox. Los geht's! Veranstaltungen. Im Herbst passiert so einiges an Veranstaltungen in der Drums- und Percussion-Szene. Daher haben wir diesmal direkt zwei Ankündigungen für euch. Am Samstag, den 28. September 2024, öffnet die zweite saarländische Schlagzeugmesse in Eppelborn ihre Türen. Von 10 Uhr bis 19 Uhr erwartet euch ein prall gefülltes Programm mit Workshops, einer großen Ausstellung und Live-Auftritten. Besonders interessant, zahlreiche Custom- und Handmade-Manufakturen aus Deutschland und Luxemburg präsentieren im Foyer ihre handgefertigten, hochwertigen Produkte. Wer sich für individuell angefertigte Drums und Zubehör interessiert, sollte diese Gelegenheit nicht verpassen. Bei den Workshops könnt ihr von internationalen Drummern wie Sebastian Lanser und Felix Lehrmann von Trommelbauer, Udo Massow und den Kollegen von Schlag das Zeug lernen und euren Horizont erweitern. Außerdem werden Schülerinnen und Schüler der Drum School Mark Bollow Drums and More aus Illingen ihr Können auf der Bühne unter Beweis stellen. Hören wir aber mal, was der Initiator und Organisator Mark Bollow höchstpersönlich zur zweiten saarländischen Schlagzeugmesse zu sagen hat. Ja, hi, hier ist der Marc. Und die Alex. Wir möchten euch ganz herzlich zur zweiten Schlagzeugmesse Saar am 28.09. im Big Apple in Eppelborn einladen. Wir haben dieses Jahr ein tolles Programm für euch zusammengestellt. Wir haben ganz tolle neue Aussteller aus dem Kastenbereich für euch. Wir haben Workshops mit Sebastian Lanser, mit Felix Lehrmann. Udo Massow ist dabei mit seinem ganz neuen Workshop, den er exklusiv bei uns durchführen wird, das erste Mal. Die Drum School Mark Bollow ist dabei mit Schülerinnen und Schülern, die vorspielen werden. Florian Fox ist dabei, der für euch eine Sitzanalyse durchführen wird, wenn ihr möchtet. Ja, es wird ein tolles Programm rund ums Schlagzeug. Ein schöner Tag. Wir freuen uns auf euch und ja, sehen uns am 28.09. Also, wenn ihr am 28. September Zeit habt, ein Besuch in Eppelborn lohnt sich auf alle Fälle. Hingehen. Veranstaltungen. Vergangenes Jahr waren Dirk und ich noch selbst mit dem Schlagabtausch-Podcast auf diesem Festival vertreten. Dieses Jahr wird dieses Festival volljährig, denn das Dresdner Trambass-Festival feiert seine 18. Ausgabe und lädt am 21. und 22. September 2024 alle Groove-Begeisterten ein. In der Groove-Station in Dresden, dem Lofthaus und auf der Open-Air-Fläche erwartet euch wie üblich ein prall gefülltes Programm. Zwei Tage voller Workshops, Konzerte, Performances und sogar, wie üblich auch die letzten Jahre schon, tieftönende Basslaute. Mit dabei sind internationale Stars wie Keith Carlock, der vielseitige US-Drummer, der schon mit Sting, Toto und Steely Dan auf der Bühne stand. Der marokkanische Percussionist Rani Krischer bringt sein hybrides Drums- und Percussion-Set mit und sorgt für groovige Klänge, auf die viele Stars wie unter anderem Sting oder Herbie Hancock zurückgreifen. Chris Turner aus Großbritannien ist bekannt für seine atemberaubende Double-Bass-Geschwindigkeit, während Simon Gattringer als Drummer der TV-Band The Mighty Winterscheids von Wer steht mir die Show das Showbusiness von innen heraus kennt wie kein anderer. Das Festival bietet auch Raum für die weibliche Drum-Szene, Juliana Mirello aus Argentinien und Martina Barakoska aus Nordmazedonien setzen starke musikalische weibliche Akzente. Insgesamt erwarten euch mehr als 25 Workshops von hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern, darunter noch weitere wie Silvan Strauss, CJ Höckdahl, Stefan Emich, Sven Hassler, Simon Scheibel, Julian Wieder und einige mehr. Neben den Drums kommen auch, wie eben schon erwähnt, die Bassistinnen und Bassisten ebenfalls auf ihre Kosten mit Acts wie Thorsten, Hazy Haas, Lisa Körberlein, Gregor Fries und MPNG, welche für satte Basslines sorgen werden. Dazu gibt es jede Menge Gelegenheiten, neues Equipment zu testen und die Geschichten der Künstlerinnen und Künstler hautnah zu erleben. Alles dort ist zum Anfassen, also nicht wörtlich, nehmen bitte. Neugierig? Dann unbedingt vorbeischauen und das Festival live erleben. Das Dresdner Drum- und Bassfestival hat eine einzigartige Atmosphäre. Ich möchte es absolut empfehlen und es ist definitiv eine Reise in die schöne Stadt Dresden wert. Dirk und ich haben in unserem Podcast Episode 95 schon ausführlich darüber berichtet. Eine wichtige Entwicklung für alle Musikpädagoginnen und Musikpädagogen und Kulturschaffenden steht dieses Jahr an.
Der aktuelle Entwurf des Jahressteuergesetzes 2024 könnte weitreichende Folgen für den Musikunterricht haben. Ab 2025 soll die Entscheidung, ob Musikunterricht als Bildungsleistung oder Freizeitbeschäftigung gilt, den Finanzämtern regional überlassen werden. Das könnte dazu führen, dass qualifizierter Musikunterricht plötzlich umsatzsteuerpflichtig wird und damit deutlich teurer. Viele Verbände, darunter der Deutsche Musikrat, der Verband Freier Deutscher Musikschulen und der Tonkünstlerverband, haben bereits Stellung bezogen und fordern, dass der qualifizierte Musikunterricht weiterhin von der Umsatzsteuer befreit bleibt. Diese Änderungen könnten nicht nur Musiklehrkräfte in ihrer Existenz bedrohen, sondern auch den Zugang zu musikalischer Bildung für viele, deren Budget nicht so üppig ist, erschweren. Qualifizierter Musikunterricht muss daher weiterhin umsatzsteuerfrei bleiben. Wir brauchen dafür weiterhin eure Stimmen. Helft mit, musikalische Bildung für alle zugänglich zu halten und unterstützt die Petition, die bereits über 60.000 Unterschriften gesammelt hat. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Falls ihr es noch nicht getan habt, bitte unterzeichnen und weitersagen. Jede Stimme ist eine Aussage. Hier geht es nicht nur um unser und euer Geld, sondern auch um den Erhalt kultureller Vielfalt und Bildung in Deutschland. Firmen-News. In unserer Schlagabtausch-Folge 67 mit dem Titel Der große E-Drums-Rundflug hatten wir unseren geschätzten Kollegen Hollywood von GearForce One zu Gast. Und wie Dirk und ich von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, gibt es ein großes Interesse und Aufklärungsbedarf, wenn es um das Thema Recording, E-Drums etc. geht. Hollywood hat nun auf seinem YouTube-Kanal eine Tutorial-Serie gestartet, die allen und nicht nur E-Drummern und Soundtüftelnden gefallen wird. Mit der neuen GearForce One Facts Section gibt Hollywood jetzt fachkundige Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema Equalizern und allem, was so rundherum dazugehört. Kurz und knackig als YouTube Shorts. Ob man sich fragt, was an parametrischer EQ genau macht oder was es mit dem Q-Faktor auf sich hat, diese visuelle Facts Section bringt Klarheit in die wichtigsten Themen rund um Sound und Technik. Hier bekommt man die Infos von Hollywood tatsächlich auf den Punkt gebracht. Die visuelle FAQ-Sektion gibt es auf dem YouTube-Kanal von GearForce One. Firmen-News. Vor einiger Zeit hatte ich in meiner Chefkoch-Empfehlung das Moongill Workout Pad von Artom empfohlen. Nun gibt es ein Accessoire dafür, den Pad Grip Mount. Dieses robuste Zubehörteil ist für alle Drummer konzipiert, die das Artom DBS Dual Surface Practice Pad oder, so wie ich, das 7 Zoll Moongill Workout Pad nutzen. Der Brad Kip Mount sorgt für eine sichere und stabile Befestigung an jedem Standard-Cymbal-Ständer. Durch den sicheren Halt gibt es keine Störung mehr durch ein wackelndes Pad. Man kann sich voll und ganz konzentrieren auf das Wesentliche. Ein wirklich sinnvolles Add-on von Artom. Buch Neuerscheinungen. Mike Johnston von mikelessons.com hat ein Buch veröffentlicht, Blocks Volume 1. Dieses Buch bietet nicht nur Lerninhalte, sondern auch eine sehr schöne visuelle und erzählerische Reise durch die Welt des Drummings. Mit handgeschriebenen Übungen, imponierenden Farbfotografien und spannenden Geschichten wird Blocks Volume 1 zu einem echten Hingucker und gleichzeitig einer Quelle musikalischer Inspiration. Für ca. 60 US-Dollar erhält man nicht nur ein Lehrwerk, sondern ein wunderschönes Fotobuch, das auch auf dem Couchtisch eine hervorragende Figur macht. Jörg Schreinemakers von der Band For Good Reasons hat sich das Buch Blocks direkt bestellt und er hat es auch schon zu Hause. Und obwohl er momentan sich im Urlaub befindet, hat er uns einen kleinen Text über das Buch geschickt. Der Jörg schreibt uns, worum geht es in dem Buch? Mike verfolgt mit dem Buch nicht das Ziel, ein neues Lehrkonzept aus dem Boden zu stampfen. Ganz im Gegenteil, es ist als Coffee-Table-Book gedacht, welches auch mal abseits des Drumsets zur Hand genommen werden soll, um darin zu blättern und im Idealfall Inspiration zu finden. Er fokussiert sich in dem hochwertigen Hardcover-Buch auf 50 Blöcke mit kleinen Hand-Fußsätzen. Diese sind jeweils auf einer Doppelseite handschriftlich notiert und mit einer kurzen Beschreibung versehen. Wer Mike kennt, weiß, dass ein weiteres seiner Hobbys das Fotografieren ist und so kommen in dem Buch einige seiner Geschmack von Fotos zum Vorschein. Ich finde, ein rundum gelungenes Konzept, optisch und haptisch hochwertig gestaltet. Apropos Volume 1, wie es die Bezeichnung ankündigt, können wir demnächst vielleicht mit einem weiteren Band rechnen. Vielen lieben Dank, lieber Jörg, dafür, dass du aus deinem Urlaub heraus uns diesen kleinen Text zu Blocks geschickt hast. Da
Das war's für heute im Schlagabtausch. Ticker, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn Episode 97 des Schlagabtausch-Podcasts veröffentlicht wird. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Alle Links zu diesem Ticker, zum Podcast sowie zu Dirk und mir findet ihr in den Shownotes. Bis dahin, bleibt gesund und munter und denkt daran, immer im Groove bleiben. Ciao.